So, und damit hallo und herzlich willkommen zu dem 24. Türchen meines Adventskalenders. Und heute spielen wir My Time at Portia. Und damit frohe Weihnachten an euch alle, die es hier gerade guckt. Ich spiele heute ein Spiel, was schon sehr, sehr oft angesprochen wurde, dass ich mal spielen soll. Was ich damals als Demo das Game gab, auch schon gespielt habe, kurzzeitig. Also ein paar Stunden, keine Ahnung. Aber es ist jetzt das Game sozusagen und wir gehen in ein neues Game rein, würde ich sagen. Dann gucken wir jetzt uns weiter mit Paul schon mal an. Durch Essen und Schlafen füllen sich deine Ausdauer- und Gesundheitspunkte wieder auf. Der Porsche Harbor. Aber, oh, die Küken da unten rechts sind auch süß. Es gibt auch ein Warehouse. Aber die Küken laufen. Oh, lala. I think I'll go talk with the research center first. I think I'll go talk with. I think I'll go talk with the research. I think I'll go. I think I'll go. I think I'll go. I think I'll go talk with the research center first. They might think of something. Jetzt eher so ein Video, oder? I think I'll go talk. I think I'll go talk with the research. I think I'll go. Ja, aber so richtig schön männlich hört er sich an. Moment. Haare. Ich meine, es ist schnell, wenn wir es tun. Wenn ihr. Also, ne, das mache ich es mir vor Anfang an. Wenn ihr wollt, dass wir das Spiel nochmal später spielen, oder ob so dann halt. Oh yeah. Ja, guck mal. Dann schreibt mir das mal. Dann schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass ich das Spiel öfter spiele. Und dann halt vielleicht nicht unbedingt so, wie ich es gerade hier mache, sondern dann richtig gemacht. Ein bisschen auf Pink gekommen. Ich mache jetzt mal nicht so ja, schon auf Pink hier. Ja, perfekt, Leder, wie auch immer. So. Was haben wir für Deko? Haben wir, achso. Oh ja. Oh ja. Okay, let's go. Also, wähle dein Geburtstag. Haben wir alles. Der Rest Winter, Herbst, Sommer, Frühling. Gehen wir an den. Ist schon irgendwas. Okay, dann nehmen wir den. 30 ist auch mal was. Sehr doof. Komm, nehmen wir den. Komm, nehmen wir den ersten Monat, den letzten Tag einfach. Ist ja. Ist jetzt eh. Für großes Game an. Na, ist jetzt ja alles sehr stumpf einfach nur gemacht. Wenn wir das Game richtig spielen, dann würde ich natürlich da auch sagen: Hey, ich mache uns einen richtigen Charakter. Und dann nicht so einen komischen Dude, wie die dich da gemacht haben gerade, Alter. sieht schon sehr weird aus. Also, gerade weil er schon sehr weird aus. Ich weiß. Aber, hey. Okay, uns, wir sind nicht zu. Nicht zu erkennen. Also, nicht zu erkennen. Oh mein Gott, sehen wir kacke aus. Oh mein Gott. Porsche liegt gleich vor uns. Wow, einfach traumhaft. Was hast du vor? Ruinen erkunden? Sowas in der Art. Wir kommen öfter so von abenteuerlustigen Leuten wie dir. Wie schön es ist, jung zu sein. Oh mein Gott, was habe ich getan? Was habe ich getan? Oh mein Gott. Na dann, viel Glück. Danke. Was habe ich nur getan? Warum habe ich keinen davon abgehalten? Warum habt ihr nicht. Oh mein Gott. My time at Porsche. Popfer. Porsche. Oh mein Gott, warum habt ihr mich nicht. Leute. Ich bin der Handelsgilde von Porsche. Presley. Chucky. Presley, wie geht es dir? Schön, dich wiederzusehen. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Reise von Bahnrock, richtig? Das ist ziemlich weit. Ja. Wie auch sei, ich bin hier, um dich zu deiner Werkstatt zu führen. Wenn du mir also folgen würdest, ist es nicht weit. Ich frage mich, wie es aussieht. Ich habe meinen Vater nicht durchgekannt. Sein Vater Porsche vor langer Zeit. Ja, komm. Ist halt,
Ich glaube, ich war. Ja, ich glaube, ich war. Ist okay. Also, wir sehen jetzt. Oh mein Gott, Alter. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir. Ach, mal sprinten vorbei. Okay. Autorennen. Und da wären wir. Das ist deine Hackshot. Die ist nicht mehr am besten Zustand. Wie gefällt's dir? Sieht gemütlich aus. Mein Gott, Alter. Hier ist ein Brief von deinem Vater. Er bat mich, ihn dir zu erreichen, sobald du das Haus gesehen hast. Oh ja, danke. Ja, wie gesagt, das gehört dazu, wenn wir das Spiel spielen. Komm, ja. Wir gucken mal. Das ganze Gerede? Ja, wir wollen jetzt mal hier weiterkommen. Hier, komm, let's go. Wir schlafen, glaube ich. Tag 2. Wow, wir haben direkt einfach einen Tag übersprungen. Okay. Ey, wir sehen aus wie so ein... Das Haus kann schon runterkommen. Ich muss es reparieren. Zornetzgitter gehen. Presti treffen. Drei Holz verdicht. Ah, okay. Okay, wir sind. Okay. Vor allem EBN. Warum ist es nicht No Skin? Unterwegs sind meistens mit E aus auf der Tutorial anzusehen. Muss sie auf der Karte. Die Karte ist gar nicht so krass groß, ne? Mein Zuhause. Sophie's Bo. Oh, Sophie. Oh, lala, Sophie. Da müssen wir hin. Soziales Presley. Handbuch. Mission. Aber Witcher, das Game leckt ganz schön zwischendurch, ne? Das geht auch schon. Dicken Musikpunkt. Kampf sammeln, soziales Netzwerk. Ist halt. Es tut mir leid. Es tut mir. Selfie-Kumpf. Was? Es tut mir leid. Montagestation. Was bauen? Okay, cool, cool. Das ist ein Brief. Oh. Okay, Schwert können wir machen. Moin! Ah, Lube, verstehe. Die Juva. Oh, Beziehung plus 1. Behalten. Wie hast du mich gefunden? Ja, gehen. Ciao. Diese dich. Was ist das? Keine Rohstoffe mehr. Oh. Keine Rohstoffe, nicht nichts Gutes. Von der Porcher Times. Die Porcher Times. Dankeschön. Ah, okay. Schlangenbeere. Oder vorne steht eine Kiste. Licht vor allem. Die Lichter so vor sich rum. Die steht da. Alte Handschuhe. Ausweichrolle, Angriff. Und wir sehen mit Q. Ne, was? Was? Q? Ja, ich hab schon. Okay, würde ich mal sagen. Okay. Ist halt, wenn man es so möchte, eigentlich genauso wie Stardew Valley, wenn man es jetzt mal einfach so addit. Ein Holzfäller, oh. Also ich gehe die Sache einfach kurz durch, ja, einmal geredet, dann können wir weiter. Gut. Gut, gut, gut. Moment, bevor wir... Da war noch was. Ich würde hier was bauen dafür, deswegen nehme ich die Sachen kurz mit, Alter. Oh, so auf, ich glaube, du bist ein bisschen zu alt für mich. Aufheben. F. Hallo, guck mal, jetzt kann ich dir nämlich. Wo ist mein Leben eigentlich? Jetzt laufe ich mit der und. Hallo!
Hallo Enten, Entenhühner, Entenhühner, Entenhühner. Ente, 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 Ente. Hallo. Wollt ihr aber auch hinterherlaufen? Laufen wir mal alle her, komm. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Komm, ich lasse mal wieder los. Ich will hier nicht sterben bei den. Ich will aber mit ihr sprechen, mal kurz. Kann ich mit dir sprechen? Hallo. Bäuerin Emilys Großmutter. Okay. Ah, ist meine Enkelin. Oh, du hast eine. Oh, sie hat eine Enkelin. Sophie hat eine. Sophie und ihre Enkelin. Habe ich irgendwo. Ich kenne irgendwie. Ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwie eine Map, ne? Da sehe ich unten rechts was in meinem Auge. Gummifrucht. Warum kann ich hier nicht. Also, gut, aber. Kann ich nicht hier hintreten, okay? Getrocknete Apfelringe, Mars. Und wo ist Duplo? Kirchenladen. Hey, I'm Toddy! Warte, ich zieh mal kurz da durch. Ich will einfach nur mal kurz hier. Wanderer Adoptierung von Abu. Hey! Oh. Moment. Warte mal, was, wenn ich jetzt hier mache? Ich will doch mal kurz testen. Oh, Moment, was? Oh mein Gott! Ich bin nicht tot. Jetzt Level 10! Also ich finde das unfair, dass du Level 10 bist, ne? Ich würde einfach nur mal. Ich habe hier schon viele kennengelernt bis jetzt, ne? Muss ich sagen. Von ihnen haben wir auch nochmal hier den Albert. Warte mal, bist du auch Level 10? Warte mal, ist gut. Ey. Lass mich dir meine Kraft zeigen, bitte nicht. Okay, Level 5, warte. Ich mach dir mal sogar ein bisschen Schaden, muss man sagen, ne? Gut, das schneide ich einfach mal raus jetzt. Hat keiner gesehen? Hey, nein, Spaß. Oder doch nicht? Wer weiß. Ja, komm. Ja, komm. Ja, ich würde das einmal cool. Das Tutorial würde ich gerade nicht so angeben. Ich das Game angucken ein bisschen, deswegen. Workshop Rank. Higgins Werkstatt. Orlen Katerwerk. Zahnfischfabrik Nachbar Wanks. Schatz des Meeres. Heart of the Sea? Und was? Werkstatt B, C, D, D. Na, fehlt. Jahrespunkte. Ah, da vor allem der Unterschied, ne? Okay. Hm. Das ist also unser Ziel. Müssen wir da hochkommen, würde ich mal sagen, ne? Hallo, Antron. Hi there. I know who you are. Also, ich meine, no risk of fun, ne? Vielleicht finde ich ja einen, der Level 1 ist oder so. Der hat ein Pferd? Moment. Eben kurz ein bisschen Energie. Hör auf zu schlagen, Alter. Okay, Antoine bist, glaube ich, jetzt nicht so der Stärkste, ohne es böse zu meinen. Aber wenn du mich einmal hitzt, dann bin ich halt instant wahrscheinlich halt tot, so, ne? Oder Leute, klatscht jemand.
Der guckt lieber zu, wie so ein Fremder Antoine in die Fresse schlägt. Der klatscht dabei einfach nur. Und dann statt da einzuschreiten oder so, nee, nee. Wir klatschen mal. Ja. Okay, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Warum machst du das? Warum Draw? Warum Draw? Hi. Moment. Also, Chop, ich hab den Kampf gewonnen. Warum war das ein Draw? Ist da irgendwo eine Zeit, die abläuft? Also, oh, doch, ja. Eine Zeit. Okay, Moment, ich muss hier jetzt ganz kurz hier. Da war ein Quid, Alter. Nein, hör auf damit. Hör auf damit, Antoine. Ich würde jetzt. Beschäftigt, wenn ich jemand hatte. Oh mein Gott, Alter, wir haben ihn geknallt. Okay, das war jetzt mein persönliches Anliegen. Ich musste ihn besiegen. Das ist ja. Geschenketausch. Okay, haben wir was tauscht. Und da kriegen wir Aufträge, alright? Ich brauche 2 Teetisch. 2 Kupferplatten. 6 Faserstoff. Ja, also ich kann aktuell nur gar nichts machen, deswegen nehme ich die Aufgabe jetzt nicht an, ich bin sauer, wenn wir die nicht angenommen haben und die dann. Ey, aber gut, das war jetzt schon ein gutes Erlebnis hier. Moment. Wir haben einen Antron besiegt. Ich kann mich mit der Katze unterhalten. Miau, miau. Miau, miau. Ist noch, Chucky. Warum läufst du jetzt so schnüdelig? So, ja, danke. Sonia, Restaurantkellner. Ja. Ja, dann, ciao. Wenn du nur Kellner bist, nein, Spaß. Wieso hab ich 12.000 Geld? Wir müssen jetzt mal kurz zu den Arbeitstischen in unserem Garten. Einfach Axt und eine Spitzhacke müssen wir machen. Ach Leute, ich kann mir. Okay. Fertigen. Eine. Spitzhacke. Da finden Steine für. Wie mache ich denn jetzt nochmal so? Okay. Dann kann ich die da oben reinziehen. Ja, true. Gut. Die nehmen wir mal mit für. Weiß, was er macht. Die schon einiges erlebt haben. Warte mal, ich kann nicht so anziehen, ne? Den kann ich dann anziehen. Kann ich da jetzt? Ah. Aber wir brauchen noch ein paar. Es sieht irgendwie cool aus mit den Handschuhen. Wir brauchen noch Steine. Also einen, um genau zu sein. Wir brauchen einen Stein. Also das war's und davon ist auch noch, sag ich gleich hin, aber ich geh erst mal dahin. Eine Raupe. Was sind ihr denn für Pinky Fluffy Unicorns? Hallo! Buntes Lama. Hat ich euch irgendwie. Oh. Oh!
Tschüss. Ein Ausdauer mehr. Oh mein Gott. 10 GP. Skip die Ausdauer. Nee. Die Ausdauer. Auch mal kurz. Haben wir das? Level 2. Aber richtiges Level-System, das finde ich sehr geil, muss ich sagen. Hier ist auch noch solche. Hallo. Und ja, entschuldige, dass ich drauf zugeklappt habe. Das ist mau, es tut mir leid. Aber ich musste es versuchen, was sie tun. Vor allem, dass sie den Herd nicht angreifen, fand ich. Moment. Aber, also mal so, mal von ab, ne? Wie cool die Welt aussieht. Also. Hallo! Dann hab ich gesagt, guck mal, ich seh das. Also, ich seh so creepy aus, ne? Oh mein Gott, ich seh so gar kein Ding. Oh mein Gott, ich hab mich so schlecht gemacht, jetzt noch den Game. Oh! Ich wollte davon zu den Vieren, wenn ich ehrlich bin. Also ich kann auf jeden Fall nicht schwimmen. Oh, hier, guck mal. Hallo, Sam. Hey da. Kann ich ein Pferd reiten? Teddy? Ja, schade. Ich dachte, ich kann hier vielleicht ihr Pferd abziehen. So, also. Hallo, Toadie. Aber die kennen wir schon, okay. Also hier muss eine Brücke hin, ne? Guck mal da rüber. Ja, okay, fühle ich. Angeln? Ich brauche eine Angel, okay. Hey there, I'm... Will keiner von euch eine Angel? Das finde ich ja scheiße von euch. Finde ich ja early. Aber habe ich... Achso, ich wollte versuchen, über einen Stein, ne? Habe ich vergessen. Hallo, Jack. Hallo, Jack. Ui, das, was du mir weggenommen hast jetzt? Okay. Ja, ich muss da noch Stein sammeln. Das ist jetzt gerade. Moment, ich muss Priorität setzen jetzt gerade mal kurz. Fangmenü. Köder. Oh. Verbesserte Fallkiste. Leute, man kann die fangen. Und was mache ich dann damit? Also stell ich dann auf meine. Farm auf. So, dann kriege ich dafür keine Ressourcen. Oh doch, okay. Ich habe gedacht so, what the heck? Komm, jetzt gehen wir mal kurz die Steine hier. Oh, fürs Einsammeln brauchst du auch Ausdauer. Okay, das ist nice und wichtig, du wirst wissen. Ja, naja. Jetzt gehen wir mal zurück, machen uns hier eine Schabitzacke. Was ist denn sonst noch so? Holzkopf, Talisman, Muschel. Kräuter haben schon einfache Wundsalbe. Teetisch, Holzkiste. Okay. Also ich würde mal sagen, es ist halt die Welt des Grüßen, ne? Also. Genutztes Fell. Schmeckt gar besser. Komm weg damit. Tierkott. Okay. Achso, die Aufgabe abgeben muss ich dann in dem. Ich will gerne irgendwo eine Zeit sehen, muss ich ehrlich zugeben. Warum da rein? So. Wieso ist. Excellent quality. Excellent Qualität, ja, okay. Danke. Die erste Handwerkerprüfung, ja, cool. Steinofen. Warum immer. Ja, okay, ist es halt Abend. Okay, das wäre geil, wenn man eine Zeit hätte. So ein bisschen zu wissen, hey.
Oder habe ich eine. Sicher. Ja, ich bin halt einfach total dump, ne? Also zu 100%. Warum muss ich da oben hingehen? Hätte ich nicht eigentlich zu meiner Base laufen müssen und hier dabei oben hin, wo es da ist? Okay. Hey there. Hier, Ruinentauchgang. Alle Allianz der freien Städte werden durch Wiedergutmachung gebracht, okay? So, ein Jetpack. Ein Jetpack! Moment. Ein Werkstattbesitzer kann durch die Aufträge der Einzige oder durch den Verkauf von Gegenständen an deren Besitzer Geld machen. Okay. Also, ich weiß, es ist schon sehr, sehr weit, aber heute ist Weihnachten. Wir machen heute ein bisschen länger. Ich möchte da noch einmal reingehen, ich möchte wissen, was passiert, to be honest. Und wie ich meinte, unten rechts habe ich eine Zeit. Verlassene Ruin. Ja, machen wir einfach mal. Also das ist ja eh, ich gucke es mal an. Was für die 80 Rubine dafür? Also, oder Gold, also Gold, wie auch immer. Bergbautische Richter, das Gitternetz auf die Position aus, die Graben. Ja, komm, das finden wir schon aus, oder? Das ist schon cool. Aber ich kann die Welt hier komplett abreißen einfach. Also ihr schreibt, wie weit mein Ausdauer reicht. Also bis jetzt sozusagen. Schmeckt zwar anders besser, aber so, ich kann es auch. Ein Schach mehr. Ja, zack. Können wir mal ein Zinnerz dazu? Ja, guck mal, ist auch, hey. Richtige Ausbeute hier. Ja, ich hätte mit. Ja, ich wusste nicht, was passiert. Tut mir leid. Ich hatte es. Aber wir können. Beim Ersatz der Axt-Ausdauerkosten 50% reduziert. Spitzhacke 50%. Oh. Die Aktivität haben einen schon 50% auf. Doppelte Beute. Doppelte Beute. Die hatten Erfahrung um 15 erhöht. Auch gibt Verbrauch von Durchhaltevermögen bei der Ausweichrolle verringert sich um 3 pro Sekunde. Durchhaltevermögen beim Sprinten verringert sich um 3. Okay, das wäre schon geil, ne? Guter Zuhörer. Die Chance auf das einzige Beziehungspunkt nach einer Unterhaltung um 20%. Einzige Beziehungspunkte nach einem Geschenk um 20%. Erhöhe die Werkstattpunkte um 1 und die Belohnung für den Abschluss eines Auftrags um 5%. Hm. Hey Markus, weil wir jetzt ein bisschen schneller rennen können jetzt hier in dem Moment. So. Lol, sehe ich da auch was? Okay, lol. Was sehe ich da mal? Okay, das ist schon geil. Also, Real Talk, das ist ja mal. Was ist das jetzt? Ah, okay, das ist dann immer der Punkt, wo ich zurückkomme, okay. Ey, das ist halt schon cool, ne? Gibt's ja auch, also sowas wie Gegner? Ich meine, theoretisch, wenn das jetzt so ein bisschen in Richtung so anderen Farming-Games ist, also Stardew Valley, Harvest Moon oder so, dann müssen ja theoretisch auch Gegner kommen. Die Frage ist für mich dabei, die Welt ändert sich, glaube ich, ne? Dann, ne, also. Deshalb, also, ihr wundert es bei mir auch genauso dunkel wie bei euch, also. Das Sink auf jeden Fall. Man sieht natürlich nicht viel. Hm. Ja, aber wir können jetzt hier nichts haben. Relikt. Moment. Reliktskanner mit F.
Sag mir jetzt, wo da was Besonderes ist, oder was? Irgendwie passiert da nichts, keine Ahnung. Okay, gehen wir hier mal wieder raus. Ey, Winter. Ein sehr geiles Daygame. Aufzug. Oh. Ja, guck mal. Das kannst du. Ich würde gerne hier jetzt auch den Jetpack haben, wenn ich ehrlich bin. Warum nehme ich nicht einfach mit raus den Jetpack? Kann mir das einer erklären? Also ich meine. Wer hält mich davon ab, ne? Also jetzt mal Real Talk. Also. In euch natürlich, wie immer. Sag mir mal, wie. Ich kann nicht mehr aufsagen, welche Hände noch so habe, ey, Alter. Sag mir mal, wie ihr das Game findet. Einmal kurz den Schein aufmachen, guck mal, warte. Scheinmaschine, einfach Textilmaschine. Aber war schon ganz da vorne. Steinhocker und Holz. Hm. Ach, da muss ich das dann. Warte mal, bevor ich jetzt hier. Aber wenn ich jetzt aber einen Holzhocker brauche. Wo mache ich einen Holzhocker? Moment, wir machen so verfeiern. Ich will das einmal, wie ich es auch gezeigt habe hier. Die Holzhacker mache ich nicht hier, das ist schon mal gut zu wissen. Also hier mache ich schon mal die 10 Holz hin. Und wie mache ich einen Holzhocker? Der zählt da wahrscheinlich, ne? Ne, Steinhocker, aber ich will einen Holzhocker haben. Ich verstehe den Steinhocker nicht, warum. Also warum Steinhocker? Ich will aber auch einen Holzhocker, oder ist das falsch? Ja, okay. Ja gut, dann. Ja, tut mir leid. Das dauert, glaube ich, jetzt echt die Folge. Ich bin jetzt schon, viel zu lange jetzt schon. Hey. Ey, das tut mir leid, dass ich den so verunstellt habe, ne? Aber, so wie immer, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Game findet. Wollt ihr, dass wir das Spiel, also die dann nochmal vorne starten? Dann richtig? Oh. Ja, guck mal. Wollt ihr jetzt das gehen? Ach, Leute, ab 2 war es, glaube ich, jetzt, ne? Wo feiern einfach für die, ne? Ja, ist auch, legitim. Also, ich auch alleine. What the fuck? Oh, okay. Cool. Ja, ich komme nicht vorweg gerade, ne? So. Sag in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Wollt ihr da nochmal neu von vorne sehen, wie das Spiel so ist? Komplett, also dann auch souverän gespielt hat, ich mit so einem Fun-Character und so. Wenn ja, schreibt mir rein. Sonst bedanke ich mich fürs Einschalten. Ich wünsche euch allen heute einen schönen Weihnachtstag, so. Lasst euch reich beschenken, habt einen schönen Tag mit eurer Familie, mit euren Liebsten. Und wir hören uns im nächsten Video oder Stream, wo immer ihr wieder dabei seid. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön fürs Einschalten bei dem Adventskalender. Macht's gut, einen schönen Tag noch. Und... Tschüdelü.